Die Herren mussten vorher in die Qualifikation in Gruppe A und B. Daraus resultierten dann die 24, die für das Finale für die Weltmeisterschaften, möchte ich mal sagen, zugelassen wurden. Wir sehen zuerst Elvis Stoiko. Der Kanadier, Vizemeister seines Landes und Dritter der Weltmeisterschaften im letzten Jahr. Dreifacher Axel, Doppeltorloop, aber mit einem Patzer, mit einem Zwischenschritt, und das gibt natürlich Abzüge. Dreifacher Lutz, sauber gelungen. Und jetzt fehlt noch der Doppelachsel. Und da setzt er mit dem zweiten Fuß auf. Das darf einem Mann wie Elvis Stoiko nicht passieren. Elvis Stoiko aus Kanada. Mit diesem Resultat wird er nicht zufrieden sein. Die kanadischen Fans unterstützten ihn trotz alledem. Hier nochmal der sauber gelandete dreifache Lutz. Dreifacher Axel hat er nachgedreht und dann erst den Doppeltorloop gemacht und den Doppelachsel dann mit dem zweiten Fuß touchiert. Er die geforderte eingesprungene Sitzpirouette. Da sehen wir es nochmal, dreifacher Axel, und da muss er eigentlich gleich abspringen. Macht einen Zwischenschritt und dann erst den Doppeltolo. Also Sie sehen es an seiner Miene, damit war er natürlich nicht zufrieden. Die Noten. Bis 5,3 und aus Kanada 5,4, viel zu hoch. Da muss die gute Kanadierin von einer 6,0 ausgegangen sein, wenn sie jeweils 2 Zehntel Abzug kriegt. Die B-Note. Also
absolut unverständlich, wie hoch die Noten bei Stoiko waren. Zwei Fehler, zwei Abzüge und trotzdem sehr hohe Noten. Er übernahm erst einmal die Führung.